Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Heute mal wieder ein Camper-Talk mit der Travel-Größe aus Deutschland. Aber los geht's erst nach dem Intro. Eigentlich müsste man unseren Gast ja gar nicht vorstellen. Er gehört zu den größten YouTubern im Bereich Camping im deutschsprachigen Raum. Ja, eine Brotzeit ist für ihn bereits Kochen. Gefühlt der Erfinder des Business Campers und der halt es besonders liebt, an besonderen Orten zu stehen, tolle Aussichten zu haben. Liebe Campingfreunde, unser Gast heute im Camper Talk, the one and only Markus von Vendel. Hallo! Wow, vielen Dank. Hallo, freut mich. Wir machen erstmal Hard Facts über deinen Kanal. Mal gucken, ob du das überhaupt weißt, was okay. Über deinen Kanal losgeht. Markus hat nämlich genauso viele Fans, wie die Stadt Ingolstadt Einwohner hat. Sogar noch mehr als Ingolstadt. Okay, das heißt, ich muss das jetzt wissen? Das solltest du wissen. Also ich glaube 140.000. 143, Ingolstadt 142. Das heißt, dein Kanal ist größer als Ingolstadt. Cool. Ich habe extra nochmal angeguckt, ob Ingolstadt wenigstens in selben Oberbayern ist. Wenn das in Franken ist, hätte ich eine andere Stadt mir ausgesucht. Ich habe in Ingolstadt sogar mal gelebt. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Du bist einer von den Ingolstädtern, die selber Fan dann von dir sind. Ja, wow, jetzt wird es kompliziert. Mit deinen Videos kannst du täglich 15 Mal den größten Kinosaal im Malteser Filmpalast füllen. Oh, wow. Und das wird dich täglich. Da klingt das gut, wenn ja, du das hört sich. Klar, man weiß, gewisse Leute gucken vielleicht nur 30 Sekunden, aber auch dann muss ein Platz da sein. Also 15 Mal täglich. Und was interessant war, seit 6 Jahren machst du bereits YouTube. Und laut deiner Webs, also YouTube-Seite, hast du mal mit einer Evolve Remote R2 Fernbedienung angefangen. Ja. Welche Erinnerung hast du an diesen Dreh eigentlich noch? Bei alles kann und was sie alles nicht kann, dann schaut euch dieses Video an. Den weiß ich noch ganz genau, weil es mich da so oft auf die Mütze gelegt hat, weil das ist so ein... Ja, das ist ein Board, das elektrisch angetrieben wird und da hast du eine Fernbedienung und fährst dann eben und es macht mir irre Spaß, aber für das Video musste ich immer wieder anfahren, wegfahren und du musst total Gleichgewicht halten natürlich und ich musste immer bremsen, auf die Kamera achten und ich war da so aufgeregt, also das klingt so albern, aber ich habe mich so oft, ich weiß es noch ganz genau. Weil ich fand auch sehr interessant, weil du stellst eine Fernbedienung für ein Board vor und das Intro fängt im Schnee an. Ich habe gesagt, wer macht denn solche Bordsachen im Schnee? Naja, weil diese Fernbedienung, die war so toll, weil die eben so neuartig war, weil die anders in der Hand lag und damit viel schneller ging. Und das kam aber in Australien raus. Und ich hatte aber natürlich nicht die Zeit, bei uns bis zum Sommer zu warten. Und deswegen musste das bei uns im Schnee gedreht werden. Und wenn man sich dann überlegt, es geht um eine Fernbedienung und eigentlich bekannt als Camper-Kanal. Dafür, dass es erst, also... Habe ich das gar nicht gelöscht quasi? Das ist immer noch das erste. Ich habe extra mal gestern heute noch recherchiert. Ich bin auf das älteste Video. Das zweite war Camper, aber das war das erste. Ich habe gedacht, okay, bei Kai... wenn man Kais ersten Videos anguckt, bei ihm geht es um Waschmaschinen, also... Nee, das ist tatsächlich peinlich jetzt. Jetzt triffst du mich voll, weil ich habe das eigentlich nur zum Test gemacht, weil ich verstehen wollte, wie so ein Upload funktioniert und alles. Und es ist jetzt gerade äußerst peinlich, dass das noch online ist. Hat über 5000 Views, also... Echt? Ja. Also so noch peinlicher eigentlich, wenn es so viele gesehen haben, ist das eigentlich erschreckend. Ja, aber die Fernbedienung ist trotzdem cool, muss ich sagen. Gab es da schon eine Erweiterung jetzt in 6 Jahren? Könnte es ja mal eine neue geben oder hast du das Thema erstmal an ACTA gelegt, weil du ja E-Scooter jetzt fährst? Ja, es ist so. Naja, vor allem, weil es wirklich gefährlich ist und weil du keinen Versicherungsschutz kriegst in Deutschland dazu. Und deswegen habe ich es wirklich richtig bieder ad ACTA gelegt. Ich mache das nur noch, wenn ich bei mir privat irgendwie zu Hause unterwegs bin. Da, wo ich wohne, auf dem Land, ist das easy. Ja, und da brauche ich aber auch ehrlicherweise keine neue Fernbedienung mehr. Das ist völlig egal. Also insofern, ich bin da nicht mehr up to date leider. Also, raus aus dem Game, zu alt dafür. Ich bin gespannt, ob es dann doch zum 10-Jährigen so ein Jubiläum gibt, noch mal eine Fernbedienung. Ja, das Schlimme ist, du machst mich wieder richtig heiß auf dieses Board, weil ich habe es natürlich noch. Und das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ich werde es laden. Und werde dann wahrscheinlich 3 Wochen im Krankenhaus. Ja, super. Und dann hören wir, warum gab es 5 Monate kein Video im Krankenhaus gelegt. Und wir sind schuld. Ja, wir machen eine kurze Abbiegung, bevor wir wirklich über YouTube sprechen. Und zwar, die Camper-Freunde wollen natürlich
klare Facts über Markus wissen. Oh. Also Soft Facts, deshalb gibt es jetzt hier 5 Faktenfragen. Ja. Erste Frage, Alter. Du bist Mann, darf man nach dem Alter fragen? Alternativ wäre das Gewicht. Okay, nee, also ich kann beides sagen, wenn du möchtest. Wenn du sehr bezahlt ist, mache ich mir Gedanken. Nee, ich bin 44 Jahre alt. Das ist interessant, weil ich das eigentlich nie rauslasse, tatsächlich. Also, wow. Und ich wiege 64 Kilogramm. Das ist für mich immer sehr wichtig wegen Gleitschirmfliegen. Und das sage ich tatsächlich manchmal in den Videos, wie viel ich wiege und wie groß ich bin, weil das manchmal wichtig ist, wenn du Roomtouren machst, ja, damit die Leute das richtig einschätzen können, wie das in der Dusche dann wirkt, ja, die mich, oder auf dem Bett. Das klingt blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, dann verliebt, verlobt, verheiratet, bleibt mein Geheimnis. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ja, ja, verliebt bin ich. Ja, ja, natürlich. Ich bin also, ja. Ja, falls irgendwelche Frauen da wieder draußen sind und sagen können, die möchten mir angeln, Pech gehabt. Also in meinen Sohn bin ich extrem verliebt. Ja, Kinder, ein Sohn. Ja. Im schulfähigen Alter auf jeden Fall schon. Jawohl. Dann, was bringt dir ein Lächeln ins Gesicht? Tatsächlich auch mein Sohn, weil der so unbefangen ist. Da kann man sich echt eine ganze Scheibe von abschneiden, tatsächlich. Ganz viel. Mir bringt, allein wenn ich die Armlehnen runter mache beim Camper zum Beispiel, das bringt mir ein Lächeln ins Gesicht. Das ist wunderschön. Mir bringt ein Lächeln ins Gesicht, wenn man glückliche Leute sieht. Also wenn man Leute sieht, die glücklich sind, das bringt mir ein Lächeln ins Gesicht. Das passiert mir Gott sei Dank ganz, ganz oft, wenn ich an einen Ort fahre, den ich nachts anfahre, weil ich als Business Camper, du hast es vorher gesagt, da fahre ich oft nachts irgendwie dann Orte an. Und wenn ich dann aufwache und der Ort ist richtig schön, boah, das ist, ja. Ja. Also ich könnte ich jetzt ewig machen. Und die, ja, deshalb kommt jetzt gleich knallt die Gegenfrage, wie Markus Hans mal, was könnte dich zum Ausflippen bringen? Was mich zum Ausflippen bringt? Also im negativen Sinne. Ja, das ist zum Beispiel, also auf dem Campingbereich bezogen, wenn ich da Sachen habe, die ich ausprobiere und die in dem Moment funktionieren müssen, weil ich sie jetzt brauche. Warum auch immer, sei es Navigation, sei es die Toilette, sei es die das Batterie. Das Brotmesser. Das heißt, das Brotmesser und nee, das funktioniert tatsächlich immer. Aber wenn die Sachen genau dann nicht funktionieren und du irgendwelche Updates brauchst oder wenn du auch gerade nicht weißt, warum es nicht funktioniert, boah, also geduldig bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass du aus dem IT-Bereich irgendwo herkommst. Ja. So ein IT-Nerd, weil genau das kennen wir beide, also hinter der Kamera Stefan. Er könnte vielleicht mal kurz die Hand nach hinten winken, damit er sagen kann, hier. Er hat eine tragende Rolle heute. Ja. Wie gesagt, wir wissen von deinen Videos, dass du einen Sohn hast im schulpflichtigen Alter. Jetzt ist natürlich die Frage, die Kids von heute gucken eher TikTok. Und das ist so angesagt. Aber schaut er YouTube und kennt er deine Videos? Und wenn ja, wie findet er deine Videos? Ist ja für ein Kind meistens so, oh Gott, Papa ist im Internet. Ja, nee, ich glaube, also nein, für den ist das natürlich langweilig, weil wenn du deine Batterie erklärst oder solche Themen machst oder Toiletten erklärst zum 5. Mal, das haut den jetzt nicht vom Hocker. Ich glaube, er findet es nicht allzu schlimm, hoffe ich jetzt mal. Er hilft mir sogar manchmal als Kameramann. Also ich glaube, er akzeptiert es, solange ich nicht peinlich vor seinen Freunden auffalle. Und das versuche ich aber auch zu vermeiden. Er kennt halt die Sachen hinter den, so auf den Messenständen, ne, P1 oder CMT. Da darf er wohl nie mit. Das wäre ihm wahrscheinlich auch sehr unangenehm. Das ist aber auch wirklich was ich dann versuche zu vermeiden, wenn wir auf dem Campingplatz sind oder wenn wir mal unterwegs sind, wo auch andere Camper sind, dann versuche ich auch bewusst die Rolle des YouTubers nicht zu spielen, mache keine Videos über den Campingplatz, weil dann ist echt er und ich, dann ist es unsere Zeit. Dann ist los. Ja, der Kanal Fan for Van beschäftigt sich rund um das Thema Camping. Welche negativen Erfahrungen, Erlebnisse hast du in den letzten 6 Jahren mit YouTube erlebt? Und viel wichtiger natürlich, welche positiven Erlebnisse. Wir fangen mal mit dem Negativen an, damit wir das abhaken können. Also ja. In den letzten 6 Jahren YouTube, was war so eher negativ? Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, was mich persönlich manchmal ein bisschen traurig macht, sind, wenn irgendwie so ganz hässliche Kommentare kommen, die sich vielleicht persönlich gegen mich richten oder auch persönlich gegen andere Kommentare richten. Das habe ich Gott sei Dank sehr wenig, weil meine Zuschauer ganz, ganz liebe Zuschauer sind und eigentlich sehr, sehr positiv sind. Das ist wunderschön. Und das ist auch für mich dann auch wieder so schlimm, wenn du dann, sag ich mal, 100 Kommentare hast und die sind alle toll und dann ist einer irgendwie böse oder negativ und der hat es vielleicht noch nicht mal so gemeint, aber es kommt bei mir dann so an. Das ist für mich manchmal hart. Kritik ist cool, also das ist wichtig, aber manchmal sind so Sachen, die empfinde ich als sehr persönlich böse, dann ist es blöd. Aber das kommt Gott sei Dank mega selten vor und auch immer weniger, muss ich auch dazu sagen. Und das ist vielleicht sowas Negatives. Mehr wüsste ich
müsste ich gar nicht. Nö. Also ansonsten habe ich nur positive Erfahrungen. Für mich ist das eine wahnsinnig tolle Reise. Ich lerne ja selber da total viel mit. Im Sinne von, ich lerne neue Menschen kennen, ich lerne neue Gegenden kennen, ich lerne neue Fahrzeuge, neue Gadgets, neue Technologien lerne ich kennen. Also das ist für mich so eine unglaubliche Reise. Wenn wir jetzt so wie hier auf einer Messe sind, die auch die Zuschauer mal gesehen hast, die Menschen auf der anderen Seite, die ich die ganzen Ingolstädter. Die ganzen Ingolstädter, ja genau. Das ist halt mega cool, weil ich habe das ja sonst nicht. Ich bin ja sonst, drehe ich auch immer sehr, sehr gerne alleine. Also auf Messen fühle ich mich auch gar nicht wohl, wenn so viele Leute zugucken. Aber dann ist es umso schöner, wenn ich halt ins Gespräch komme mit den Menschen. Ja, also das ist für mich, das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Wenn jetzt Leute mit Camping oder mit YouTube anfangen wollen, das sieht man immer wieder, kommen neue YouTuber dazu. Und die wollen wirklich aber Thema Camping, Travel machen. Was würdest du ihnen raten? Boah, schwierig. Ich glaube, einfach machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, empfinde ich jetzt ganz persönlich, wirklich sein eigenes Ding durchzuziehen. Nicht zu gucken, wie machen es die anderen und dann mache ich das irgendwie auch so, sondern wenn ich eine Idee habe oder wenn ich sage, ich will das machen, weil es mir einfach nur Spaß macht oder weil ich immer was suche und das nicht finde, deswegen fülle ich jetzt diese Lücke. Ich glaube, immer machen und immer ausprobieren. Nicht überlegen und Zweifel haben, einfach ausprobieren und auch immer vielleicht den Kontakt zu anderen suchen, miteinander. Ich finde, miteinander geht es immer besser als alleine. Sei es, dass, so wie wir, man sieht sich nicht oft, aber wenn, dann einfach quatschen, netzwerken, mal zusammen ein Video machen, mal zu reden, ja, dann geh doch mal zu dem, der kann dir da helfen, da keine Scheu haben. Und ich glaube, dann ist das ein Selbstläufer. Dieses ganze Ding von wegen, du musst, weiß ich nicht, täglich oder wöchentlich ein Video hochladen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du halt Bock hast, dass du Spaß hast und dass du Freude hast, das zu machen. Für mich selber ist ja auch so, wenn ich ein Video schneide, ist es für mich oft sehr unangenehm. Also schneiden ist für mich viel Arbeit. Aber in Summe soll es immer mehr Spaß machen, als dass es unangenehm ist. Und ich glaube, dann ist alles perfekt. Ja, du bist ja kein Vollzeit-Influencer, sondern hast ja wirklich noch eine Verantwortung in einer Beratungsfirma. Wer mal wirklich so nachrecherchiert, der findet halt Informationen. Interessant auch falsche alte Links, da denkt man, das ist nicht der Markus, den wir kennen, sondern... Ja, es gibt mehrere Markus Wolf. Könntest du dir vorstellen, deinen Job in einer Beratung aufzugeben und nur Vollzeit-Influencer sein? Also den Job in der Beratung aufzugeben kann ich mir definitiv vorstellen, denn das ist der Fall. Ich bin eigentlich mehr in der IT unterwegs und wir machen sehr viel Software mittlerweile. Aber nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Und zwar, weil ich kenne ganz viele, die ihr Hobby zum Beruf machen und das geht oft in die Hose. Und ich sag mal, weißt du, wenn ich jung wäre, dann finde ich das super. Aber für mich, ich traue mich das jetzt gar nicht so, das ist so blöd. Also ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern im Gegenteil. Das Geld, was übrig bleibt, das wird bei mir gespendet. Und das ist für mich ein cooles Ding. Das ist aber so ein persönliches Ding, das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich habe halt das große Privileg, dass mir meine eigentliche Arbeit Spaß macht. Insofern bleibt das ein Hobby. Und ich sag immer, dadurch, dass ich eben Sohn habe, habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Und du weißt es nicht, wenn dein Geschäftsmodell darauf aufgebaut ist und was ich nicht hoffe, aber wenn YouTube von heute auf morgen sagen würde, du, deutschsprachiger Raum ist mir nicht wichtig, ich zahle da keine Vergütung aus, naja, dann wäre das ganze Geschäftsmodell dahin. Und das ist halt gemein. Ich glaube, für junge Leute, die noch ein bisschen weniger Verantwortung haben, da ist das ganz, ganz toll. Aber ich glaube, man muss sich immer dessen bewusst sein, dass man, oder ich persönlich würde immer dazu raten, nicht nur auf dieses Standbein zu setzen. Zumindest nicht in dieser Branche. Wenn du in einem Gaming-Sektor bist oder wenn du englischsprachig bist, können jetzt tausend verschiedene Sachen aufzählen. Das ist was anderes. Aber also wenn du YouTuber im Campingbereich bist, dann ist das so spitz und die Zielgruppe dann am Ende doch so klein, dass du das nicht des Geldes wegen machen solltest. Wobei die Zielgruppe erweitert sich. Ihr habt ja bestimmt einen der letzten Camper-Updates gesehen. In den nächsten 5 Jahren kommen ja die ganzen Babyboomer und mindestens 1 Million werden das machen. Also noch stirbt der Markt nicht aus. Nee, also sowas auch nicht gemeint, aber du weißt, was ich meine. Also wenn du dir dann so Gamer-YouTuber ansiehst und so weiter, das ist ja unfassbar, was die für Zahlen haben, aber auch auf der anderen Seite, was die für Druck haben. Weil sie müssen jede Nacht durchstreamen, da möchte ich jetzt nicht zwingend tauschen. Also ich möchte, das Geile für mich ist ja beim Camping, auch wenn es Business Camping ist, diese Freiheit und dieses unabhängig rumreisen. Und das würde man wahrscheinlich damit aufgeben müssen. Weiß ich nicht.
Also zumindest ist man nicht unabhängig und das ist das Schlimme. Also wir haben das beste Beispiel ja momentan mit Kai, der das ja gerade erlebt. Mhm. Und es ist wirklich sehr herausfordernd. Man muss immer wieder neue Ideen haben, man muss immer wieder an neuen Orten sein und man muss halt regelmäßig Content, wenn man nur von YouTube, das ist halt kein Leben, was man haben möchte. Wie gesagt, Kai lebt's aus, Gott sei Dank, aber er hat dann noch eine Bärenbande, die er zur Not verkaufen, also vermieten kann. Also er kriegt auf jeden Fall, funktioniert. Du darfst gleich mal weiter scrollen, weil das haben wir beantwortet. Jetzt nehme ich ein ganz anderes Thema. Das ist eigentlich der Grund, warum wir dich eingeladen haben zum Camper Talk, weil du bist ja einer von dreien, die so eine Idee hatten, Campfire der Ideen. Ach schön, ja. Ja, und wer hatte eigentlich die Idee dazu und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit Olli und Ela von Bandriding? Also, naja, das war so, die Idee ist eigentlich entstanden auf der Abenteuer Allrad. Und zwar stand ich da gerade an so einem Stand und dann kam der Xandi vorbei von der Messe in Stuttgart. Und dann hat er gesagt, hey Markus, wie sieht's aus? Willst du nicht mal bei mir irgendwie ein Programm machen? Und dann habe ich flapsig gesagt, naja, ich würde gerne mal eine Höhle der Löwen für Camper machen, weil mir immer ganz viele Leute Ideen zuschicken. Und tolle Ideen, aber auch teilweise Ideen, die ich selber gar nicht bewerten kann. Zum Beispiel das Thema Gas. Ich habe keine Ahnung von Gas. Ich habe auch Angst vor Gas. Ich will Gas gar nicht. Und da kamen viele Ideen und das waren... Und das war so unwürdig, finde ich, weil ich das nicht gut behandeln konnte. Und als ich das zu ihm so im Spaß ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, boah, das wäre ja eigentlich wirklich geil. Und dann bin ich hergegangen, habe das in ChatGPT eingegeben, wie man sowas nennen könnte. Und das allererste Ergebnis war Campfire der Ideen. Da habe ich mir gedacht, das klingt ja auch ganz cool. Da habe ich geschaut, ob die Domain noch frei ist, die war frei. Und Olli und Ela habe ich mir dazu geholt, weil ich mir gedacht habe, das soll nicht so eine Selbstdarstellernummer sein, sondern ich will das eigentlich in der Community machen. Und mit denen war ich gerade irgendwie zusammen. Und die sind ja so toll, weil die selber ja auch das eigentlich durchlebt haben mit ihren Sackerl. Und deswegen habe ich mir gedacht, boah, und die sind auch, das sind auch so Unterstützer und Gönner. Das sind ganz gutherzige Menschen. Und die wohnen halt, das muss man auch dazu sagen, nicht weit weg von mir. Und das war mir auch irgendwo wichtig, obwohl wir uns jetzt eigentlich gar nicht so oft sehen. Aber ja, irgendwie dachte ich mir, ich will das mit ein paar coolen Dudes machen und die waren gerade da und da habe ich gesagt, komm. Und man muss eben auch dazu sagen, dass die auch immer überlegt haben, wie man aus sowas mehr machen kann. Also im Sinne von, wir haben da eine Idee, aber wir sind halt kein Reimo, wir sind kein großer Konzern in dieser Campingbranche, aber wie bekomme ich Reichweite? Und dann, so ist die Idee entstanden. Und dann habe ich sie gefragt und dann haben die auch gesagt, ja, sind sie dabei. Und dann geht's los. Hättest du denn auch selbst Ideen, die perfekt wären für Campfire der Ideen? Nicht, dass du sie umsetzen könntest, aber so eine Idee, wo du sagen kannst, das wäre doch cool, wenn es das geben würde. Ja, also Ideen ist jetzt wahrscheinlich zu weit. Es ist vielleicht ein bisschen zu arrogant, wenn ich das sagen würde. Aber ja, es sind ja auch ein paar Sachen dadurch entstanden tatsächlich. Ich habe zum Beispiel an meinem Fahrzeug Hecktaschen an der Hecktüre. Die hat VW da eingebaut, die waren da drin und auf die wurde ich ganz oft angesprochen. Und deswegen bin ich vorsichtig, das war jetzt nicht meine Idee. Aber dann waren wir vor zwei Jahren mittlerweile hier im Caravan-Salon gesessen und ich habe das einfach dem Alex gesagt, ein Späßelkumpel, und habe gesagt, ich verstehe es nicht, es gibt keine Taschen, die man beim Fiat Ducato beispielsweise einfach hinten dran klemmen kann, weil zwischen der Tür und dem Möbelhaus immer ein bisschen Platz, also zu 90%. Und dann habe ich ihm das kurz erklärt, habe es ihm in meinem Auto gezeigt und eine Woche später hat er mir das Ding geschickt, weil produzieren könnte ich es nicht. Und dann habe ich gesagt, meinst du das so? Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir es ausprobiert, dann haben wir einen Test gemacht und dann wurden gleich mal 1000 Stück produziert und dann hat er die verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Und so ist, also es ist schon ganz viel entstanden. Ich ärgere mich immer, Taschenlampe im Auto, Powerbank, habe ich immer dabei, brauche ich immer irgendwo im Auto, aber immer, wenn ich sie habe, ist sie nicht geladen. Und sie fliegt auch irgendwo im Auto rum. Also habe ich gesagt, ich brauche eine Dockingstation, dass ich das da reinklemme, ist immer am Strom und läuft. Und dann ist so eine Dockingstation mit einer Lampe entstanden. Und das macht mir auch Spaß, weißt du, ich habe recherchiert, wo kann ich diese Lampe kaufen, welche Lampe passt dazu. Dann habe ich wieder diesen Alex von AirTune angesprochen und gesagt, bau mir mal so Dockingstations. Und der hat so eine 3D-Druckerfarm, der lässt die raus. Also ja, ich bin da voll affin für. Entschuldigung. Aber ich finde das mega. Und für mich sind das Spielereien so gesehen. Aber bei dem Kämpfer siehst du halt, da sind wirklich deutlich genialere Ideen dabei, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und da entstehen plötzlich Firmen, da werden Patente angemeldet. Das finde ich mega. Also davon
Also das so ein bisschen ins Rollen zu bringen und diese Leute da zusammenzubringen, reizt mich total. Also ich fand das letztes Jahr auch so genial, also dieses Jahr so genial, weil ich gucke dann auf einmal auf die Bühne und denke mir, das ist mein Ex-Chef. Echt? Ja. Wer? Alexander. Nee. Der mit der Beinauflage. Das ja. war mein Ex-Chef. Der hat die Firma gewechselt, aber der war jahrelang mein Chef. Hat mich unterdrückt. Nein. Ich habe gedacht, was macht der denn? Also, weil ich erst so die Stimme und ja. ich wollte wirklich die Stimme, weil ja. sehen, bärtige Männer gibt es viele davon. Ja. Aber dann hat er die Stimme und gesagt, okay, das ist mein Ex-Chef. Ja, da sieht man mal, wie klein die Camperwelt halt ja, ist. Ja, total. Was erwartet uns in der zweiten Ausgabe? Wann geht's eigentlich los? Wann können die Leute sich bewerben? Ja, es geht gerade jetzt los. Also 1. September schalten wir das frei. Das heißt, da kann man sich bewerben. Es ist ganz viel passiert in der Zwischenzeit. Wir haben sehr viel gelernt, also weil wir auch tatsächlich nicht alles richtig gemacht haben, überraschenderweise. Und es gibt jetzt eine richtige Community, also die Plattform ist erweitert worden. Wir haben jetzt einen Marktplatz, wo die Produkte gezeigt werden. Das ist das beste Beispiel, weil die Leute, ich habe dann E-Mails bekommen, die Beinauflage ist ja klasse, wie kriege ich die denn? Das heißt, das mussten wir, haben wir auch erstmal verstehen müssen, dass das bündeln und das auch wieder weiterleiten, dass die Leute auch diese Reichweite dann nutzen können. Es wird einen ganz, ganz großen Medienpartner geben diesmal, freue ich mich total drauf. Es wird, die Show wird spannender, glaube ich, weil wir jetzt tolle Menschen, also wir hatten vorher schon tolle Menschen, aber es wird um noch mehr Menschen erweitert werden. Ich hoffe, dass wir ganz viele aus unserer Zunft mit dazu bekommen, weil das ist eben genau das, diesen Leuten diese Reichweite bieten, diese Ideen wertzuschätzen. Ja. Und ich glaube, wenn wir da alle mitmachen, hat jeder was davon. Die Zuschauer haben was davon. Wir Camper haben am Ende geile Produkte. Die Industrie kriegt endlich mal Innovation. Nicht böse gemeint, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir haben da wahnsinnig viel Potenzial unter uns Campern. Was für einen Konzern gar nicht einfach ist abzubilden. Ne? Und sich da Ideen abzugreifen, ist relativ einfach und cool. Wir haben Entertainment dabei. Ich glaube wirklich, dass man damit was schaffen kann. Und damit, also... Aber halt nur gemeinsam. Ja. Das wird wieder am ersten Samstag stattfinden? Oder? Ja. Das 12 Uhr, glaube ich. Das ist sehr gut, weil das ist der Samstag, wo wir auch immer Zeit haben. Ja, da werden wir auf jeden Fall. Sonst hätten wir es verschoben. Das ist also, gut. Das haben wir, nein, das kannten wir nicht, dass das der Chef sieht. Wo wir gerade bei Kämpfer der Ideen sind, Zeit noch für ein Spiel. Und zwar, wer würde er? Kennst du, ne? Wer würde er? Dann gibt es immer eine Frage. Ich stelle dir jetzt 5 Fragen. Ja. Die gleichen bekommen auch Olli und Ela. Oh Gott. Und wir sind gespannt, wie viel Übereinstimmung ihr haben werdet. Was interessant ist, die Auflösung sehen wir selbst erst im Video, weil die Fragen haben mich ja noch nicht gestellt. Das heißt, es wird sehr interessant werden. Natürlich darfst du denen das nicht verraten. Ja, mache ich nicht. Ne? Ja. Weil ich weiß, du triffst sie heute noch. Also ja, stimmt. Da ist absolutes Stillschweigen. Ich muss noch... Okay, und, warte, nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich sag, was ich dann meine zu den Fragen oder was ich annehmen würde, was sie sagen würden. Du wirst gleich die Fragen sehen und dann... machen wir das einfach mal. Ja. Sind ganz einfache Fragen, also wirklich ganz, ganz einfach. Wer würde eher das beste 3-Gänge-Menü kochen? Du meinst jetzt ich oder Ela und Olli? Genau. Naja, ich würde sagen Ela und Olli. Ein Jahr lang Social Distance betreiben. Boah, das ist mega schwierig. Ich würde sagen, auch im beruflichen Aspekt würde ich wahrscheinlich eher sagen, ich. In einem Morelo oder Concorde durch die Lande ziehen. Weil ich will das machen. Das würde, er würde mich voll mal reizen. Ein Jahr lang, ja, das würde mich schon mal reizen. Aber sie wahrscheinlich auch. Hm. Aber wir nehmen das hin, du hast ja zweimal, du gesagt, seinen Text auf der Kämpfer der Ideenbühne vergessen. Ich, definitiv, die sind viel zu gut dafür. Der Chaot bin ich. Und wer würde wirklich einen sehr, sehr lustigen, vielleicht auch schmutzigen Witz auf dieser CMT-Bühne erzählen? Ich. Also wir haben das jetzt vorgemerkt, dass das Gute ist, wir werden das irgendwie noch brauchen können. Ja, auf den Caravan-Salon, das ist wirklich was ganz Besonderes dieses Jahr auch gewesen. Du bist ja selbst ein alter Klo-Influencer oder Klo-Fluencer, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen sollte. Ja. Und du hattest eine Wette mit Annette, das ist ja auch gerade kompliziert, von Perfect Van am Laufen gehabt. Ja. Ich war ja da, hab's mir angeschaut, habe also auch in 90 Minuten eine Toilette aus dem Wohnmobil herauszunehmen und eine neue hineinzubauen. Und genau dafür Die Beweisvideos
Annette hat die Wette gewonnen. Definitiv, ja. Ich glaube, mit 3 Minuten, ganz knapp, aber es waren 87 Minuten. Aber sie hatte auch 2 fiese Herausforderungen. Hätte sie die nicht gehabt, bin ich mir sicher, hätte ich sogar unter einer Stunde geschafft. Ja, du wolltest ja die Wette nur drücken, so auf 45 Minuten. Da hast du ja auf Regen gespekuliert. Ja, da wird richtig mit fiesen Bandagen, also oder ja. Harten Bandagen, nicht fiesen. Es ging ja auch um einen Haufen Kohle. Ja, das ist die Frage. Kommt der Einsatz so, wie man das dann in deinem Video gesehen hat? Weil du hast ja darüber berichtet. Wir müssen in die Zukunft denken. Das Video kommt erst nach deinem Video raus. Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden das einfach waschen. Wir können ja nicht jetzt in die Zukunft. Du mich unter Druck. Bleibt es bei dem Einsatz? Ja, natürlich. Gesagt ist gesagt. Sehr schade. Ich hätte eine Idee gehabt, aber die hast du eigentlich im Winter komplett selber weggehauen. Weil ich hätte dich einfach einen Bohranzug in einen eiskalten See reinspringen lassen, aber mit deinem Kumpel bist du ja eh immer in Eisbahn gewesen. Wir sind viel am Eisbahn. Nee, ich finde das ja schön, weißt du, wir unterstützen einen guten Zweck mit und das finde ich sehr, sehr cool, dass wir das machen. Und insofern finde ich auch überhaupt nicht schade, dass ich verloren habe, die 1000, ich weiß gar nicht ganz genau, 1100 irgendwas Euro für einen guten Zweck. Da hoffe ich sogar eher, dass wir noch ein bisschen was dazu kriegen. Also was richtig cool war, man merkt es, dass du nicht lieber auf Messen, sondern alleine auf einem schönen Platz stehst und die Kamera, weil da waren sehr viele Leute. Und gerade am Schluss, wo es immer spannender wurde, waren noch mehr Leute. Danke schön! Ja, verdammt! Ernsthaft jetzt? Ja, voll gut. Ja, dann ich gehe jetzt erstmal testen. War eine geile Aktion. Also einmal von Annette. Ja. Also das war richtig cool. Es gibt ein Format, das nennt sich Web Talk. Da gibt es eigentlich immer so eine Rubrik, das ist jetzt wirklich geklaut, aber ist mir egal. Wenn du etwas, was du noch nie in einer Kamera gesagt hättest, aber gerne mal sagen würdest, die Chance kriegst du jetzt. Du darfst jetzt einmal irgendetwas in die Kamera sagen, was du sonst nie sagen würdest. Du darfst mal gerne überlegen, ich habe Gott sei Dank eine Eieruhr als Gimmick. Das ist Animation, okay. Und wie lange läuft die? Bis ich es wegschneide. Ich darf irgendwas in die Kamera sagen, was ich sonst niemals sagen würde. Genau. Das ist schwierig. Sowas hasst du mich, weil eigentlich schäme ich mich für nichts. Also, in die Kamera sagen, was ich sonst nie sagen würde. Jetzt pass mal auf. Also, ich habe meinen Mathelehrer früher echt gehasst. Das würde ich so nie öffentlich sagen, aber den habe ich wirklich gehasst. Das war echt ein Arsch. Das hätte ich so nie in die Kamera gesagt. Ich sag's aber auch nur jetzt deswegen, weil ich den dann wieder getroffen habe und mich mit ihm ausgesprochen habe. Und er fand auch, dass ich ein Arsch war. Und so rückblickend hat er wahrscheinlich genauso viel Recht wie ich. Und deswegen haben wir uns so wieder ganz gut vertragen. Wäre das nicht so gewesen, hätte ich mich auch nicht getraut, das zu sagen. Das muss ich aber auch zugeben. Aber sonst, also ich würd so nie über Leute lästern. Über den habe ich gelästert, weil der hat mir das Leben echt zur Hölle gemacht. Aber ich musste leider nachher herausfinden, ich ihm umgekehrt auch. Sowas würde ich sonst nie in der Kamera sagen. Aber nee, ist das okay? Wenn ich da nichts Geiles habe, da bin ich leider sehr unkreativ. Ich finde das sehr spannend mit dem Mathelehrer. Also gut. Ich glaube, das ist etwas, was viele nachvollziehen können. Und ich glaube, wenn sie selbst reflektieren, mal wie sie als Kind waren, sagen, ich glaube, man war selber. Der hat leider doch viel Recht gehabt. Danke, Markus, für deine Zeit hier auf den Caravan-Salon. Viele spannende Wochen. Was machst du denn da? Lass das doch stehen, ich muss das ablesen. Unfassbar hier. Viele spannende Wochen stehen jetzt noch bevor. Derzeit bleibt gesund, allzeit gute Fahrt. Ich habe gehört, du machst jetzt noch eine Woche Urlaub. Ja, wir machen jetzt so einen Männerurlaub beim Kiten, tatsächlich. Also wieder viel Sport. Wahrscheinlich das eine oder andere wird man bei Instagram sehen können, also so Szenen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, da kann ich nicht zurückhalten. Tatsächlich. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dich auf der CMT wiederzutreffen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Hey, ich bedanke mich. Es ist ein voll schönes Format, hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. So, ich weiß nicht, machst du nochmal einen Klick? Ich weiß nicht, ob ich noch eine Abmoderation... Ich habe keine Abmoderation, deshalb bleibt gesund. Wie gut, dass ihr Hunde umher. Also bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Camper Talk, neuen anderes Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Ciao.